Guten Tag und willkommen zurück hier bei Skyward Sword HD. Ihr fragt euch bestimmt, warum ist denn der Junge jetzt beim Vulkan Eldin? Es geht doch in der Wüste Ranel weiter. Und das hat einen Grund, ganz bestimmten Grund, dass ich hier eine Truhe übersehen habe, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Hier muss man die Kiste aufsprengen. Also nicht die Kiste, sondern mit die Kiste meine ich das Dingen hier. Und was ist denn das hier? Ach so. War hier mal ein Seil? Wo war denn das befestigt? Da oben? Jo. Da oben war anscheinend mal ein Seil befestigt. Okay. Und ja, das muss man aufsprengen, dann kommt man hier an die Kiste dran. 20 Rubine, jetzt nicht die Welt. Und ich frage mich auch, warum man dafür unbedingt dann backtracken musste. Weil, ihr wisst ja... Ah nee, Moment mal, hier liegen ja sogar Bomben. Ach so, ich dachte, man bräuchte dafür die Bombentasche. Ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich das einfach übersehen, als wir hier waren. Naja, keine große Sache. Wir wollen auf jeden Fall jetzt in die Wüste Ranel. Weil wir mit der zweiten Prüfung fortfahren wollen. Und da bin ich mal gespannt, wie ich das so finden werde. Weil... ich hatte ja gesagt, dass die Wüste Ranel mein Lieblingsgebiet ist. Hängt unter anderem mit den Zeitkristallen zusammen, aber auch mit der zweiten Region, die man dort freischaltet. Die wir auch wahrscheinlich gleich direkt sehen werden. Gehe ich mal von aus, weil ich meine, im Wald haben wir dann direkt die zweite Region gesehen. Mal sehen. Auf jeden Fall habe ich das, habe ich ja gesagt, dass mir das am besten gefällt. Ich glaube, hier wird es dann weitergehen. Hier wird dann die Prüfung sein, gehe ich mal von aus. Ja, um mal ausreden zu können. Ich habe ja gesagt, dass mir das Gebiet am besten gefällt. Und dann bin ich mal gespannt, wie ich so die Prüfung finden werde. Weil die kann auch sehr nervig werden, kann ich mir vorstellen. Vor allem wegen dem Treibsand, weil man da dann eben nicht vernünftig von Ort zu Ort kommt. So, wir sind in der Wüste Ranel angekommen. Suche mit der Aurasuche nach dem Eingang zur Prüfung. Okay, werde ich direkt machen. Das Ding ist da hinten. Ja, da oben ist, denke ich mal, der Eingang. Okay, okay, okay. Da habe ich auf jeden Fall recht. Allerdings ist es natürlich so, dass, hier nicht die Prüfung ist. Naja, was soll's. Dann gehen wir halt kurz durch die Wüste hier. Und hier hätte ich tatsächlich den Trank gebraucht, ne? Einfach um vernünftig vorwärts zu kommen. Den hätte ich zwar in der Prüfung nicht benutzen können. Zählt das noch? Ja, ne? Ja, doch. Den hätte ich zwar in der Prüfung nicht benutzen können, klar. Aber zumindest um zur Prüfung hinzukommen, wäre es auf jeden Fall eine feine Sache gewesen. Ja, ich denke, ab hier können wir dann auch schon darüber. So ist es. Moment mal. Ich frage mich allerdings gerade... Komme
Kommen wir denn von hier aus einfach da straight rüber? Oder ist das nur ein Rückweg? Oh, oh, oh. Sieht aus wie nur Rückweg, aber gut. Das ist jetzt auch keine große Sache. Das ist ein Ding von 4-5 Minuten. Und hier können wir uns ja mal noch eine Äonenblume abholen. Sehen wir es positiv. So. Jetzt fahren wir darüber. Hey, komm, das wird nichts. Nicht mehr sonst wohin schieben, die Idee mit dem... mit der... Zwille, mit der Schleuder. Man muss das zwangsläufig mit dem Käfer machen. So. Dass ich jetzt schon wieder so Probleme mit dem Reden habe, ey. Wie so ein, keine Ahnung was, ne? Eigentlich fällt mir das nicht schwer. Irgendwie unter Druck oder während ich was anderes zu tun habe, zu reden. Aber irgendwie, immer wenn ich aufnehme, verhalte ich mich wie der größte Vollidiot. Ja gut, was heißt hier immer? Ab und zu... habe ich dann so Redeschwierigkeiten, wo ich mir dann so denke, Junge, was ist eigentlich los? So. Ja, 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 ja. Großes Geheimnis und so. Krass. Ach so, ja, stimmt. Das war ja nur... Das war ja nur anfangs so. Und jetzt müssen wir ja mit dem fortfahren. Und dann kommen wir auch schon darüber. So. Endlich geschafft. Komm, durch da. Hätte ich vielleicht auch vor dem Part nachschauen können, aber es ist, denke ich, auch mal schön zu sehen, wie so der Weg wäre, den ich eingeschlagen hätte, wenn ich das halt noch nicht weiß, wo es lang geht. Was ja quasi jetzt auch der Fall ist. Ach, Moment mal, wir müssen darüber. Wir müssen darüber. Nee, jetzt kein Elektroschleim. Kein Dummer. Und es ist... Die Prüfung ist tatsächlich da. Bei dem... Och man. Ja gut, das habe ich mir... Also es... Die Idee ist mir zwar auch schon gekommen, aber... Obwohl... Die Prüfung war ja auch nicht bei dem... bei dem neuen Gebiet. Im Wald von Phyron. Sondern die war ja auch da beim Baum. Ah, ja, stimmt. Na gut. Dann, werde ich mich so beim Vulkan von Eldin verhalten, wie jetzt mit dem Wald von Phyron und mit der Wüste Ranel. Gut. Mal schauen, wo ich dann denke, wo die Prüfung ist. Nun ja, spielen wir erstmal eine Runde. Und hören auf, dumm rumzulabern. Sing weiter, Fei. Fei, ich schwöre, ne?
Gut. Ja, krasses Lied, ne? Stoße das Schwert in das Symbol und stelle dich der nächsten Prüfung. Warte mal kurz. Sven hier drüben. Ach so, das war keine Höhle. Okay, ich dachte, da wäre noch eine Höhle, aber nein, das ist nur so ein kleiner Steinberg. Na gut. Dann stellen wir uns mal der nächsten Prüfung. Jo, und hier ist sie. Das sind viele. Das sind die Verfolgergeister, oder? Holy shit. Hä, warum ist da die Wand zu? Gebieter, in dieser Welt kann ich dir nicht folgen, da sie in deiner Seele selbst existiert. Ja, ja, bla bla. An diesem Ort Nerusairen wird deine Weisheit auf die Probe gestellt. Um die heilige Flamme, deren Kraft das Schwert stärkt, zu erhalten, musst du diese Prüfung bestehen. Nur so wird deine Seele wachsen. Okay. Du hast ein weiteres Seelengefäß erhalten. Bring das Seelengefäß zurück, wenn es voll ist. Nur, ich bin bereit. Nun gut. Ich werde in dieser Welt auf deine Rückkehr warten. Können wir auch nicht aufsprengen, ne? Ja gut, dann ist es wahrscheinlich einfach nur so ein nettes Detail, so von wegen, yo, guck mal, das war mal dicht und keine Ahnung, irgendwie so. Keine Ahnung. Wo gehen wir lang? Da hinten lang zu gehen, wäre, glaube ich, dämlich, weil wenn wir aus diesen Dingen hier raussteppen, dann verfolgen die uns ja instant. Nun gut, auf geht's. Wie schnell sind die? Oh, holy shit. Ja gut, man kann auf jeden Fall vor denen wegrennen. So viel steht auf jeden Fall fest. Und links oben, habe ich ja schon gesagt, sieht man tatsächlich, wie lange man noch Zeit hat, weil die Blüten immer weiter weggehen. Bis hinterher keine mehr übrig sind. So, ist da oben eins? Ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Als ob da oben eins ist. Denke, dann werden wir uns das auch direkt holen. Ich habe da nämlich keinen Bock, irgendwann zum Schluss nochmal hochrennen zu müssen. Oh, guck mal. Hier sind ja einige. Dieser Blütendinger. Okay. Wenn wir da dann eine Runde machen, sollte das eigentlich ganz geil sein. Aufs Maul gefallen. Haha, Link, Pech gehabt. So. Ich glaube, dann hole ich mir auch das Dingen. Ja, komm, juckt mich jetzt nicht. Ja, nervt mich halt nicht. Drecksviecher. So. Das war knapp. Das war knapp. Da habe ich mich ein bisschen überschätzt. Aber na gut. Oh ja, stimmt. Wo ich es gerade sehe. Die Finsterhalbmonde. Da muss ich unbedingt drauf achten, dass ich die Dinger einsammle. Unbedingt drauf achten. Denn
Wie gesagt, die gibt es nur hier. Falls wir die dann hinterher irgendwann brauchen und keine mehr da sind, ungünstig. Oh. Oh. Oh, das ist assi. Ey, komm schon, Mann. Ist der nächste? Da wäre einer. Muss ich mir auf jeden Fall im Auge behalten. Ah, ja, aber wir schaffen das. Nein. Hau ab. So. Nächste Träne ist unsers. Liegt da drüben in der Ecke noch eins? Ist so ein finster Halbmond? Nö. Schade. Hätte ich jetzt echt gedacht, dass da einer liegt, ne? Na gut. Hier, hinter dem Wächter liegt aber eins. Okay. Dann würde ich sagen, sammle ich nochmal so ein Ding hier auf. Ein Leuchtfeuer erscheinen zu lassen. Die Beacons. Lol. Da ist ein Wächter eingesperrt. Cool. Autsch. Ich frag mich, wo noch weitere Finsterhalbmonde sind. Und ob ich hier auch genug sammeln kann. Ich hätte halt gerne wieder 4 Stück, ne? Und wir haben erst 2. Ja, komm, dann entdeck mich halt. Drecksack. Mir auch egal. Ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass hier ganz hinten eins ist. Oder hier hinter vielleicht. Hier oben drauf. Ah, tatsächlich ist hier nichts. Okay, 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 okay. Einer hat mich gesehen, aber nicht in seinen, in seine Laterne bekommen. Ist nicht so schlimm. Komm hier rauf. Wunderbar. Und hier nochmal umschauen. Vielleicht ist hier noch irgendwo so ein finster Halbmond. Nee. Hier auf jeden Fall nicht. Moment mal, war da was? Nö, okay. Na gut, wo ist denn der letzte? Der ist da. Das letzte. Oder. Nee, es sind noch 2. Da drüben noch. Und hier vorne. Aber ich habe noch unglaublich viel Zeit. Ich glaube. Ah, da müssen wir gar nicht durch den Treibsand sprinten. Also zumindest nicht durch Tiefen. Zwar durch Treibsand, aber da drunter ist eine Mauer. Okay. Und ich denke, wenn ich hier dann soweit fertig bin, werde ich mich nochmal umsehen. Genauer umsehen. Nach Finsterhalbmonden. Da drüben ist einer drauf. Würde ich mir direkt gern holen. Ja gut, das waren jetzt 3 Stück. Das waren jetzt 3 Stück. Du hast es fast geschafft.
kannst jetzt nicht mehr verfolgt werden, wenn du nicht in den Lichtschein trittst. Schön. Wie gesagt, ich würde hier gern... Oh nein. Okay, es war knapp. Hier unten ist auch nichts mehr, ne? Nö. Kann sich die Halbmonde nicht irgendwie markieren lassen? Okay. Nee, da war nichts, ne? Nein. Nein, nein, nein. Und sonst? Von hier oben sieht man echt nichts, oder? Laden die nicht rein? Oder gibt's ja einfach keine mehr? Moment mal. Die Beere, die lädt aber rein, die grüne. Da hinten in der Ecke vielleicht. Ich würde da gerne nochmal schauen. Und sonst würde ich halt aus der Prüfung raus. Tatsächlich, da ist noch einer. Extrem geil. Extrem geil. Kann sein, dass es in jeder Prüfung 5 gibt. Aber ich bin auf jeden Fall mit 4 Stück extrem zufrieden. Na gut, dann lass mal weg. Weil es natürlich schön wäre, noch den 5. zu finden, aber ich glaube, das fehlt nichts. Nö. Ja, außer ich hampel hier jetzt noch, wer weiß wie lange rum. Schaue mir wirklich nochmal alle Ecken ganz genau an, aber ich bin zufrieden. Du hast den Greifhaken erhalten und tatsächlich bekommt man den hier. Einer der drei Schätze der Göttin. Nutze die Klaue an der Kette, um dich an ein Greifhakenziel oder an Efeu ziehen zu lassen. Okay, dann bekommt man den Bogen, glaube ich, in der Wüste Ramel. Also ebenfalls, ja. Gut gemacht, Gebieter. Gebieter, du hast die Prüfung bestanden. Mit deinem reinen Herzen hast du die Kraft erlangt, die heilige Flamme zu finden. Ja, und diese Dinger, die sind für den Greifhaken. Und auch an Efeu kann man sich hochziehen. So. Jetzt können wir endlich hier diese Schatztruhe öffnen. Was ist hier drin? Ein Finsterhalbmond. Okay. Wie viele haben wir? 6? Ja, 6. 6 Stück haben wir. Und... Ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich zuerst hin soll mit dem Greifhaken. Ich glaube, ich gehe erstmal hier drüben hin und schaue, ob man an das Artefakt drankommt. Jo. Scheint so. Okay, einen Glibber erhalten. Nice.
von da, oder wie? Von da muss man dorthin. Okay. Ach so, Moment mal, da drüben irgendwo, da gab es ja auch noch so ein Ding, wo ich mir so dachte, ja, das können wir noch nicht holen. Das kommt erst später. Okay. Hier ist anscheinend nur ein Himmelsfalter. Das war etwas komisch, aber nun gut. Und tatsächlich, ich habe es gerade schon gesehen da drüben. Ups. So, nee, das ist da hinten. Oh. Hä? Nee, Moment mal. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Zack. Und auf ist das Dingen. Na komm, Link. Ist hier keine Müdigkeit. Zeit vortäuschen, Drecksvieh. Nee, komm. Leck mich. Ach komm, ey. Okay, wunderbar. Und was ist hier? Ein Herzteil, nur noch eins. Dann erhältst du ein weiteres Herz. Alles klar. Mega geil. So. Und hier in diesem Spiel hat man instant den Doppelgreifhaken. Das war ja in Twilight Princess anders. Da hat man ja erstmal den einzelnen Greifhaken bekommen. So. Und hoch geht's. Sehr nice. Feier ich hart ab und da drüben irgendwo da in der Richtung müsste noch mal ein Artefakt sein. Ich sehe es jetzt nicht, aber bin mir ziemlich sicher, dass da... Ja, da drüben, man sieht es von hier. Aua. Nee, lass mich mal in Ruhe, bitte. Hallo? Hallo? Gut. Hoch mit dir, Link. Oh, da waren Sandzikaden. Irgendwo. Ach, hier am Baum. Hol ich mir auch gleich noch. Keine Sorge. Ja, da hätten sie aber ruhig etwas mehr reinpacken können. Alles klar. Weiß auch ehrlich gesagt nicht wirklich, warum die nicht direkt einfach die Truhen dort platziert haben, sondern dass sie das dann so über die Artefakte gelöst haben. Zack, Sandzikade. Und Sandzikade. Wunderbar. Zwei Viecher haben wir bekommen. Und hier drüben geht es jetzt auch direkt weiter. Da
Hat das Ding hier irgendwas zu sagen? Gibt's hier ein... Da oben gibt's vielleicht einen Stein der Zeit. Ah, und hier gibt's eine Truhe. Eine kleine. Mit einem roten Rubin. Moment mal. Da war doch ein Stein der Zeit drin, oder nicht? Aber ich... Der reicht doch nie im Leben bis hier drüben. Ach nee. Anscheinend ist da doch kein Stein der Zeit drin. Aber da daneben war doch einer. Da bei diesen Platten ist doch einer drin. Nur wie gesagt, ich glaube nicht, dass der bis hier drüben reicht. Hm. Was soll's. Gehen wir mal hier lang. Und benutzen ein weiteres Mal den Greifhaken. Was zum Teufel? Ah, jetzt. Okay. Geht's da drüben lang? Gibt es da Bonus, meine ich? Natürlich geht es da nicht lang, ist klar. Sondern über mir. Ach, komm schon. Hallo, Link! Geht doch, dankeschön. Meine Fresse. Hä? Ach, hier hätte man hochgekonnt. Schon von Anfang an. Puh, na gut. Wenn du meinst. Ach, Moment mal. Kann man hier etwa quasi einen Shortcut machen? Dass man die Greifhaken nicht mehr braucht? Ja. Okay. Aber wir sind ja auch so hochgekommen, also... Ach, Moment mal. Das ist wahrscheinlich nicht für den, für jetzt, sondern das wäre schon für früher gewesen. Dass man hier nicht den Weg mit diesen Viechern nehmen muss. Ja, okay. Dumm. Hätte uns eben echt gut weitergeholfen, aber na gut. Dann halt nicht. Wir befinden uns in der Ranell-Höhle. Und wir sehen, es gibt anscheinend einen weiteren Goron. Ja. Hätte mich sehr stark gewundert, wenn nicht. Boing-oing-oing. Schattenkristall! Mir kam zu Ohren, dass hier in der Wüste ein Drache lebt, der gerne Leute unterrichtet. Angeblich schenkt er dem, der alle seine Aufgaben meistert, einen unzerstörbaren Schild. Okay. Das hört sich krass an. Und anscheinend ist das dann auch der finale Schild und nicht der, den ich hier gerade habe. Ja, macht aber auch mehr Sinn, weil der Schild... Der auf dem Cover ist, sieht auch mehr aus wie der Hylia-Schild, klar. Was soll's? Wüste Ranell voraus, versuche das Rätsel des alten Bergwerks zu lösen. Nö, noch nicht. Moment mal, da sind wir auch gerade hergekommen. Ja, ihr seid sehr witzig. Ihr seid sehr, sehr witzig. So. Was ist hier? Ranell-Mine voraus, das Rätsel des Steins der Zeit. Hört sich auch interessant an. Ranell-Sandmeer voraus, ein Meer aus Sand, viele Spuren alter Kulturen.
Welch seltener Besuch! Mein Name ist Kenbun. Ich erforsche hier die Legende der drei Drachen. Diese Gegend mag trostlos wirken, doch ich bin sicher, dass sich hier etwas verbirgt. Dein Name ist also Felix, kein einfacher Name. Erzähl mir auch mal, was du in dieser Einöde suchst. Eine heilige Flamme? Irgendwo habe ich davon schon gehört. Oder etwa doch nicht? Oh, stimmt! Jetzt weiß ich's. Ich habe in alten Schriften über das Ranel Sandmeer davon gelesen. Leider erinnere ich mich nicht mehr an Einzelheiten, aber zum Sandmeer geht's da drüben lang. Mhm. Um zum Ranel Sandmeer zu gelangen, brauchst du diesen Schlüssel. Oh, okay. Danke, Bro. Pass auf dich auf. Ja, danke. Darf ich da mal vorbei? Da scheint nämlich etwas zu sein. Irgendwas Kleines ist da gerade krepiert. Da frage ich mich, warum. Jetzt dürfen wir... Ja, er versperrt natürlich den Weg, du Drecksau, Alter. Oh. Hä? Was ist denn in den Krügen drin? Das muss aber was richtig Geiles sein. Rubine? Große? Rote, meine ich? Nö. Ein blauer und ein grüner. Ja, toll. Na gut. Ach, Moment mal. Hier ist ja auch nochmal so ein Durchgang. Ah ne, kein Durchgang, aber... Oder? Doch, nur ein Durchgang. Ach komm, ey. Hä? Ist da was Geiles drin, oder wie? Nee. Warum kam dann dieser Jingle? Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Kann man hier... Aua. Hä. Jo. Da war's. Okay, man kann das mit der Bombe auslösen. Alles klar. Okay, okay. Schön zu sehen. Du hast ein Monsterhorn erhalten. Nice. Manchmal trägt ein Bogblin ein Monsterhorn an seiner Hüfte. Nutze die Peitsche, um es ihm zu entreißen. Das ist ein mega geiler Tipp, Fei. Dankeschön. Jetzt weiß ich endlich, woher ich diese Kackdinger bekomme. Achso, ja klar. Natürlich, man braucht natürlich hier wieder den Greifhaken, weil man muss den ja auch irgendwie einbinden ins Spiel. Was soll der Scheiß? Ist mal ernsthaft. Man braucht ja sowieso einen Greifhaken, um da überhaupt reinzukommen. Gebieter, ich hab dir was zu berichten. Dies ist das Ranel Sandmeer. Früher war hier ein riesiger Ozean. Okay. Heute aber ist alles ausgetrocknet und mit Sand bedeckt. Alles klar, Bro. Was geht da denn ab? An diesem Ort befand sich früher ein Hafen. Ist doch ein Zeitstein auf dem Boot. Hä? Was ist dann da unten? Ist da nochmal was? Was? Was zum Teufel? Oder wird das gleich erst aufgedeckt, wenn wir da erfahren, ja, da ist noch ein Dungeon drin? Hä? Naja, ich lass mich gerne überraschen. Ja, höchstwahrscheinlich ist hier die heilige Flamme. Ich würde dir vorschlagen, da das Sandmeer zu durchsuchen. Ja. Cooler Tipp. Nicht.
klar. Runter hier. Sandzikaden. Wo? Hier hinter. Ja. Nice. Rüber da. Boah, und die Wüste ist so geil. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, gut, die gefällt mir nicht, weil es ist halt eine Wüste. Es ist nicht wirklich farbenfroh. Es wirkt alles mega trist. Ja, das stimmt. Aber die Ideen hier und die Musik, das Feeling, alles generell ist einfach so geil. Es ist einfach so geil, diese Wüste hier. Diese Region. Ups. Dass ich einfach hier sage, das ist meine Lieblingsregion aus dem Spiel. Ja, ich bleib dabei. Kaum zu fassen, weil ich mag Wüste eigentlich auch nicht als Setting. Oder Set ist es, glaube ich, eher. Alles klar. Aber hier in dem Spiel mega geil. So. Dann schicken wir dieses Artefakt mal in den Himmel. Danke, dass man hier nicht auch backtracken muss. So wie im scheiß Wald, wo man jetzt erst normalerweise hin könnte. Mit den Greifhaken, aber ich bin ja vom Baum oben runtergesprungen. Und konnte da dann schon früher dran. An das Artefakt. Gut, überschreiben wir da mal. Das obere. Und machen weiter. WR301C Boka. Okay. Der müsste jetzt auch wieder zum Leben erwachen, wenn ich hier den Zeitstein aktiviere. Boah, sieht das geil aus. Sieht das sick aus hier. Und Wasser erscheint. Oh lol. Und der Zeitstein wird sogar eingefahren. Das heißt, wir können nicht reaktivieren, um ihn auszustellen. Na gut. Können wir auch nicht drüber springen. Okay. Moin, was geht? Was bist du denn für einer? Bist du ein Mensch? Wer ich bin? Also, ich bin Boka, Kapitän des berühmt-berüchtigten Schiffes, das Nairos Flamme beschützt. Ein Schiff? Diesem Sandmeer? ja, an jedem stürmischen Tag. Ich und meine Mannschaft waren auf unserem normalen Kurs und dann plötzlich tauchten diese Piraten auf und griffen uns an. Sie trachteten nach Nairos Flamme. Meine Männer wurden gefangen genommen, ich über Bord geworfen. Hier fand ich mich dann wieder. Danach bin ich unzählige Male mit diesem Kahn hinausgefahren und habe nach meinem Schiff gesucht. Aber mein Schiff war verschwunden. Ich bin mir sicher, dass es mit seiner Spezialfunktion verschwunden ist. Unsichtbar oder was? Um Nairos Flamme zu beschützen, ist mein Schiff mit einem Tarnmechanismus ausgerüstet. Was sagst du da? Du bist auf der Suche nach Nairos Flamme. Du brauchst sie, um jemanden zu finden, der dir sehr wichtig ist. Dann sollst du mir helfen, mein Schiff und meine Mannschaft zu finden. Wenn du mir helfen willst, lasse ich dich auf mein Boot. Wie sieht's aus? Jo! Wirklich?
Nun, in diesem Fall, die Landkarte, die du hast, ist nicht besonders brauchbar. Um zur See zu fahren, benötigst du eine richtige Seekarte. Eine richtige Seekarte findest du in meinem Haus. Lass uns deswegen zuerst dahin fahren. Stimmt, das ist ja eher so ein Bonusbereich. Stimmt, stimmt. Ich dachte, das würde zum Dungeon gehören, aber nö. Sollen wir ablegen? Auf geht's. Na gut. Dann zeig mal her. Endlich wieder auf See. Wie navigiert man da gleich? Ach so. Mit Hilfe von L bewegst du dich voran. Hältst du B gedrückt. Während du fährst, erhöhst du die Geschwindigkeit. Drücke ZR, um die Bordkanone vorzubereiten. Und dann erneut ZR, um sie abzufeuern. Die Insel, auf der mein Haus steht, ist mit X markiert. Dort gibt es einen Pier, von dem aus du an Land gehen kannst. Los geht's. Und das hier finde ich so verdammt witzig. Es ist einfach so geil. Man ist hier in diesem Sandmeer und mit den Steinen der Zeit kann man hier einfach durch Wasser fahren. Kann man hier nicht anhalten? Hallo? Kann man hier nicht anhalten? Okay, ich dachte, man könnte hier anhalten. Aber er zwingt einen anscheinend erstmal zu seinem Haus zu fahren. Gut, ich denke, das werden wir dann machen. Wenn er unbedingt erstmal zu seinem Haus will, dann werden wir zu seinem Haus fahren. Und uns die Karte holen. Zum Teufel. Tatsächlich. Das Boot fährt dann mega langsam, ey. Wie geil. Also einfach genau dieselbe Mechanik genommen wie für Link. Na gut, hier sind wir. Haus des Kapitäns. Oh, da oben war ein Artefakt. Kriegen wir es direkt? Bitte? Bitte. Wir sind da. Das wird richtig zacken, wenn wir das nicht direkt bekommen. Mein Haus steht auf dem Gipfel. Bitte hol die Seekarte, die sich in meinem Haus befindet. Und pass auf die Monster auf. Da sind ein paar richtig fiese Biester dabei. Ich kann das Boot nicht alleine lassen, also bleibe ich hier. Puh, ja, ich bezweifle auch, dass du da großartig noch raufkommst, ehrlich zu sein. Also, ja, bleib du mal hier. Oh. Ich würde gerne mal das Schild ausprobieren. Den Schild, sorry. Ja, das geht ja relativ zügig, dass er sich repariert. Nice. Okay. Du Drecksau, ey. Nervt mich nicht. Los, Link. Beeil dich. Was zum Teufel? Hm. Ja, okay. Ich habe übrigens gesehen, mal dahin. Also von hier aus? Nee, ne? Nee, ich denke nicht. Ich denke, man muss erst hier den Weg nehmen. Ich habe übrigens gesehen, dass man nur noch 2 Hits für die gelbe Piranha-Pflanze braucht. Anstatt wie üblich 3. Jetzt frage ich mich doch, wie ich da an die Kiste komme, aber ich meine, wir gehen gleich sowieso zurück. Oder später, was auch immer. So können wir, denke ich, auch erstmal weitergehen.
komm her. Ja, dann leck mich halt. Da schon wieder so rumspackt hier. Dann habe ich keinen Bock. Tschüss. Komm, ey. Alles klar, Bro. Ah, okay. Und ich hatte tatsächlich noch einen Ausdauertrank. Oh mein Gott, ey. Egal. Egal, wir haben es auch so geschafft. Wir sind so gut dafür. Jetzt zu dem... Hallo? Hallo? So. Zu dem und dann da hoch. Und dann sind wir auch schon fast da. Oh. Ja, die hätten sie aber beide da in das eine Loch reinpacken können. Ach was. Der hat sogar ein Metallschild. Sieh einer an. Wie machen wir den denn platt? Aha. Pech gehabt. Oh, roter Rubin. Schade. Ach, guck mal. Hier kann ich es auch direkt demonstrieren. Zack, nur zwei Hits. Und ist es down. Und dafür kriegen wir sogar einen Glibber noch. Und on top einen roten Rubin. Ach ja, das ist ja easy. Guck mal. Zack. Und zack. So. Hoch mit dir. Und wir können später dann tatsächlich mindestens 4 Truhen noch öffnen. Nice. Oder was heißt später? In einem der nächsten Parts. Ich denke nicht, dass wir hier die ganze Wüste beim Haus des Kapitäns plus dann noch den Dungeons durchkloppen werden in dem Part. Ich bezweifle, dass wir überhaupt noch zum Dungeon kommen werden. Aber lassen uns mal überraschen. Ja, wenigstens kommen die Gegner hier noch vor. Dass man die Peitsche wenigstens noch irgendwie benutzen muss. Ah! Okay. Ja, komm, mach hin. Und hoch da. Oh, Libellen. Nice, 2 haben wir. Kommt die nochmal zurück? Ja, da kommt sie. Ah ne, die ist da stehen geblieben, okay. Ist aber auch in Ordnung. Ne, da war sie gerade. Oh, was? Ach, ja, okay. Dann warte ich kurz, bis die zurückkommt. Einen Moment. Und ich sehe schon, wir sind schon über 50 Minuten hier im Part. Alles klar, okay. Ja, nee, dann werden wir... Vielleicht noch nicht mal mehr bis zum Haus des Kapitäns kommen. Ich weiß es noch nicht. Okay,
Die Libelle haben wir aber. Gefällt mir. Und was ist das? Ja, da müssen wir uns anscheinend einfach nur beeilen. Nee. Wir kommen da noch nicht mal vorbei. Was zum Teufel? Oder triggert die mit dem Käfer? Kommt die raus? Tatsache. Tatsache. Ja, nice. Nettes kleines Rätsel. Oh, und wir brauchen instant wieder die Peitsche. Instant wieder die Peitsche müssen wir rausnehmen. Nein, aua, aua, aua. Hallo? Ja, die Peitsche hätte es auch gern weglegen können. Wir haben nur noch ein halbes Herz. Das juckt mich aber einen Scheiß. Da wir zwei Feen haben. Und ich deswegen nichts zu befürchten habe. Weiter wird es jetzt rechts gehen. Aber wir gehen erstmal hierher. Gönnen uns hier die Truhe. Und drin ist ein weiterer Schattenkristall. Wie viele haben wir? Vier? Drei. Drei, aber das ist schon mal ganz geil. Das ist schon mal ganz geil. Wenn man beachtet, wie selten die Dinger sind, dann ist das echt nicht schlecht. Komm, hoch mit dir. Rüber da und jetzt dahin. Wunderbar. Okay, wir sind zumindest mal am Haus des Kapitäns. Ist ja jetzt richtig billig, wenn wir einfach runterfahren. Oh, Moment, die sind oben, ne? Ja, da oben. Was ist das Vieh? Das ist zwei? Nein, das ist nur einer. Ach doch, sind zwei. Nice. Sehr schön. Alles klar, dann gehen wir mal rein. Und gönnen uns noch die Karte, bevor der Part endet. Alles klar. Hau ab. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Schatztruhe. Das Haus hatte ich ein bisschen anders im Kopf. Aber na gut. Und schon wieder zwei Bernsteinhalbmonde. Was zum Teufel? Ja, okay. Ich keine Herzen kriege. Was ist hier drin? Ach. Ach komm, ey. Okay, was? Ah, hier. An Kapitän, vielen Dank für alles, deine Mannschaft. Du hast die antike Seekarte erhalten. Diese Karte stammt aus einer Zeit, in der die Wüste noch ein Meer war. Sinogebieter. Was denn?
Boah, wie viele das sind. Holy shit. Auf diesem Schiff ist Narus Flamme versteckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft ebenfalls aus Robotern besteht, beträgt 90%. 90. Sicher? Ich würde es auf 98, 99 nämlich erhöhen. Aber gut, wenn du das sagst, Fei. Ich schätze, dass der Kapitän inmitten seiner Mannschaft ein glückliches Leben gelebt hat. Es ist ein Roboter, was gibt's da zu leben? Naja, was soll's. Na gut, dann sind wir hier durch mit dem Haus des Kapitäns. Ich hoffe, dieser Sound geht uns nicht mehr lange auf den Sack, dass wir dann demnächst mal wieder Herzen finden. Und im nächsten Part werden wir dann zum Kapitän zurückkehren und natürlich auch vorher die Schatzkiste unten öffnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, schon wieder so Sprachspastiken. Sorry dafür. Was auch immer. Bis zum nächsten Mal und ciao.